Ja Leute, und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge von Let's Play Assetto Corsa hier auf meinem Kanal. Und zwar sind wir heute unterwegs mit dem Porsche 119 Hybrid aus dem Jahre 2016. Und zwar Brands Hatch Indy Circuit. Und zwar, wir fahren in den Modus Rennwochenende, aber nur 15 Minuten Training. Weil wenn wir jetzt das normale Training machen würden, dann wären wir alleine gefahren. Aber ich wollte mal so ein bisschen einfach nur so rumfahren und trotzdem irgendwelche Leute mitzufahren haben. Ja. So, wir machen mal eben ganz kurz Setup. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht viel einstellen. Aber wir können jetzt mal Soft tun. Ja, so ansonsten. Ja, schon mal rausfahren, fährt irgendjemand? Genau, Leute, da, Alter, das sieht schon geil aus. Guckt euch das an. Das sieht schon geil aus. Ja, Leute, wir fahren wie gesagt einfach ein paar Runden. Und ja, fahren ihm erstmal hinten drauf, geil. Boah, ist das schwierig. Wenn man einfach gar nichts sieht bei der Karre. Weil die einfach so eng ist. So fahre ich jetzt einfach. Wenn man so ein bisschen mehr sieht. Die erste Kurve wird eh schon schwierig genug. Weil diese Neigung, die ist heftig. Oh, und der steht da immer noch, okay. Und der hinter uns macht eine Menge Druck. Aber wir wollen ja auch fahren, ne? Also die Runde ist nicht sehr lang. Aber dafür können wir einige Runden fahren. Weil eben sowas einmal passieren kann. Wir sehen, die Runde geht nur 40 Sekunden. Aber ich finde das gar nicht so schlecht. Das will der Kollege überholen. Der Kollege kann mich ja mal vorbeilassen, das wäre ganz geil. Ah, oh, geil, ne? Damit ein bisschen geschubst geklappt hat. Ich meine, diese letzte Kurve dann hier, ne? Die ist nicht so ganz geil. So. Ranch Indy, falls ich noch nicht gesagt habe, fahren wir. Ja. Oh, mir brennt die KI voll zu. Ich will nochmal hier schnell die KI überholen. Warum sind wir zu zweit nebeneinander? Das ist nicht so ganz geil. Oh, jetzt klappt doch hier die Runde, Leute. Mann, diese letzte Kurve! Das gibt's doch gar nicht, verflixt nochmal. Diese letzte Kurve, ey. Boah, Leute, das wird schwierig. Weil die Strecke auch einfach so
klein ist, sondern so wenig zu verbessern ist und wir nur in dieser einen Kurve da Probleme haben, ey, dann müssen wir uns irgendwie einen guten Weg suchen, da durchzukommen. Und ich gebe hier zu viel Gas. Ah, jetzt. Ja. Jetzt klappt. Ja, schön, Leute. Jetzt geht das doch besser. Und da sind wir auch schon weiter. Das geht einfach nur noch darum, die Zeit noch etwas zu verbessern. Das sieht ja bisher auch gar nicht so schlecht aus. Aber hier habe ich eben immer übel Angst. Und zwar aus diesem Grund. Boah, das hat jetzt richtig viel Zeit gut gemacht. Dieser eine Drift. Oder ist mein erster Leute? Nein. Der ist da einfach aus der Box rausgerast. Oh Leute, war das knapp. Boah, ist das schwierig, ey. Wahnsinn. Ah, NKU-Aufladung kann man natürlich hier noch ein bisschen höher machen. Das ist ja Wahnsinn, ey. Also langsam klappt's auch. Dass jemand hier durchrast, ey, Wahnsinn. Das ist aber schon geil, Leute. Dann fahren wir gleich durch die Box, solo einfach. Keine Ahnung warum, aber wir fahren einfach mal durch die Box. Außer die Runde ist so schnell. Ja, und jetzt ist sie nicht mehr schnell. Und das bedeutet ab in die Box. Boah, diese Boxeneinfahrt, ey. Wow! Jo, geht ab bei der Boxeneinfahrt, ne? So, da haben wir hier ein paar. Zwei Wagen stehen da, da drei. Und dann geht's direkt wieder raus. Jetzt können wir wieder Gas geben. Oder ist direkt einer? Oh ja, da ist direkt einer. Und ob da direkt einer ist. Oh, Reifen wieder aufwärmen, Nick. Leute. Wir sind noch erster. Oh. Ohne Unfall. Alles okay. Wow. Was geht denn hier ab jetzt? Wieder wollen wir alle abbremsen, das ist schon richtig. Da wir probieren nochmal eine schnelle Runde zu fahren. Irgendwie. Da sind einige in der Box gerade. Das heißt, vielleicht kriegen wir eine leere Runde. Wäre natürlich ganz neu. Sieht gar nicht so schlecht aus. Mal hier dieses Rumrutschen, das klappt zu einer halt. Ah, komm! Nein, jetzt rutscht man wieder ins Minus! Nein! Oh ja! Einmal aufs Gras und dann ist man weg. Wow! Sorry.
3-0 vorbei. Ganz kurz in die Box natürlich. Dann holen wir uns mal Medien. Wir sind einfach schon 13 Runden gefahren. Aber das macht mega Bock auf so einer kurzen Strecke. Oh. Ups. Wo parke ich denn? Wo bin ich denn? Uns mal weniger rein und packen uns mal die Mediums drauf. Oder wollen wir nochmal mit den Softs? Ne, wir bleiben bei den Mediums. Ups. Oh, gelbe Flagge? What? Why? Warum? Oh, der steht da. Ist ja ungünstig, war das neben uns das Problemchen. Aber überhaupt noch nicht an. Ja, schön, Leute. Aber das macht echt Bock, ey. Dann jetzt versuchen wir nicht mal auf schnelle Runden zu gehen, weil mit Medien schaffen wir das eh nicht. Aber auch mal saubere Runden. Also keine Unfälle bauen. Wenn man vorsichtig fährt, geht man sogar ins Plus. Lol. Wir sind echt besser als gerade gewesen. So geil, ne? So, wir sind jetzt 39,129 gefahren. Also 39 Sekunden geht hier eine Runde, also nicht lang. Ich habe ihn nicht berührt, oder? Warum müssen wir so ein enges Duell haben? Mann! Ja, aber auch einfach die ganze Zeit total früh bremsen. Oh, jetzt haben wir mal wenigstens freie Fahrt hier. Nach den Runden. Jetzt guckt hier der nächste rum, ernsthaft? Das gibt's ja gar nicht, jetzt guckt hier der nächste rum. Wir können eh nicht mehr viele Runden fahren. Maximal noch zwei. Also in Runde 20 werden wir noch kommen. Also die kommende Runde jetzt, die werden wir auf jeden Fall noch schaffen. Also die. Der steht da immer noch. Oder hat der eine sich jetzt hier ein bisschen verbrennt?
Ah, jetzt haben wir hier auch überholt. Ohne Kontakt. Wow, das war knapp. What? Oh, ey, ich hab nach hinten geguckt und dann habe ich das jetzt gerade erst so realisiert. Lol, die sind so langsam. Und dann habe ich die erst überholt. Oh, war das knapp, Leute. Ja, Leute, das waren 20 coole Runden auf dem Rantage Grand Prix. Auf der Indie-Variante. Wenn es euch gefallen hat, so, dann müsst ihr auf jeden Fall mal gerne ein Like und Abo. Ich fand es ganz geil. Dieses Zahn hier. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, das war's. Und ihr kriegt jetzt noch den Rest der Wiederholung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Lasst ein Like und Abo da. Ciao.